Heute steht die Aufgabe so. Bist du erstmal im roten Kreis drin, darfst du auf keinen Fall wieder raus. Sonst verlierst du. Würdest du es schaffen? Wir beginnen. Was für ein schöner Abend, den man gemeinsam verbringen kann. Aber nur nicht für Mary. Ihr Kumpel scheint völlig vergessen zu haben, dass man mit Freunden eigentlich teilen sollte. Wie der sich vollstopft, ohne auch nur etwas der armen Mary anzubieten. Das hätte er besser nicht getan, denn Mary ist ganz schön sauer und wird einen Weg finden, um sich zu rächen. Na warte, du wirst noch was erleben. Ich kenne da auch einen Weg. Er heißt Roter Kreis. Du wirst sicher verlieren. Hoppla! Jetzt muss ich nur noch auf mein Opfer warten. Wobei, bis vor kurzem war ich doch das Opfer, oder? Hey, du bist im roten Kreis. Klasse! Ist das alles für mich? Yeah, mein Plan hat funktioniert. Mh, ist das lecker. Oh Mann, hab ich einen Appetit bekommen. Danke für alles. Ah, das gehört jetzt auch mir. Du darfst hier stehen bleiben und dir über dein Benehmen Gedanken machen. Beim nächsten Mal vergisst du nicht zu teilen. Kennt ihr das, wenn wir uns Sachen viel besser vorstellen, als sie dann am Ende tatsächlich sind? Das passiert ständig. Ups, ist das sicher dasselbe Mädchen? Unser Freund sollte schnellstens eine Fliege machen, aber er gerät in den roten Kreis. Also wird er wohl nicht entkommen können. Das heißt, er ist dazu verdammt, ihr zuzuhören, während sie mit vollem Mund labert. Oh Gott, das ist sicher das schlimmste Date in seinem Leben. Dem Fräulein scheint soweit alles zu gefallen. Andy schmiedet einen miesen Prankplan. Er weiß, dass Phoebe gleich kommen wird, um etwas zu essen. Sie hat auch schon alles vorbereitet. Gute Wahl, muss ich sagen. Der Ketchup kommt gerade recht. Andy wartet auf den richtigen Moment und der Prank funktioniert hundertprozentig. Phoebe wäre fast an die Decke gesprungen. Andy hat seinen Spaß, aber Phoebe wird sich sicher dafür rächen. Dann darfst du hier den ganzen Tag stehen bleiben. Ja, du gehörst hier in die Mülltonne. Und versuch ja nicht rauszukommen. Die Regeln der Challenge verbieten das. Sieht nicht danach aus, als würde jemand Andy helfen wollen. Wahrscheinlich wissen alle, dass er es verdient hat. Und tatsächlich, wer hätte gedacht, dass er so gut in den Müllcontainer passen würde? Und schon wieder ist es Andy. Er hat sich schon wieder ein Opfer gefunden und macht sich die ganze Pause lang lustig über ihn. Ich bitte dich, das gehört sich doch gar nicht. Nur gut, dass Mrs. Green rechtzeitig eingegriffen hat. Frank kriegt seinen Rucksack zurück. Das war's. Du wirst dafür büßen. Du darfst hier stehen bleiben. Den Kreis verlassen ist verboten. So, Jungs, das reicht. Frank, das gehört dir? Vergiss es nicht. Na, du Brillenschlange. Du musst es von der Lehrerin gerettet werden. Weichei. Merk dir eins, beim nächsten Mal wird niemand da sein, um dir zu helfen. Bist du ein Opfer? Schau dich doch mal an. Kürbiskopf. Hey, was machst du da? Bist du verrückt geworden? Na warte, wenn ich erstmal hier raus bin, kannst du was erleben. Das verspreche ich dir. Wenn Andy erstmal am Naschen ist, dann will er das pure Vergnügen haben. Nur glaube ich, dass er nicht gerade das gesamte Glas Nutella hätte aufessen dürfen. Mary hatte gerade vor, sich ein Brot zu schmieren. Mary, du hättest ihn eben nicht alleine mit dem Glas lassen dürfen. Da ist ja fast nichts mehr drin. Aber Mary weiß ganz genau, wie sie sich rächen wird.
Und viel Aufwand wird es sie nicht kosten. Sie bereitet eine kleine Überraschung vor. Wir wissen ja, dass das nicht echt ist. Jetzt heißt es abwarten. Mary, was ist das denn? Wo kommt das her? Ist ja widerlich. Jetzt muss ich meine Lieblingsschuhe wegschmeißen. Wie kannst du nur dabei essen? Ich muss gleich kotzen. Warte, wo willst du hin? Warte, lass mich hier raus. Kennt ihr die Mädels, die sich so viele Schminktutorials reinziehen, dass sie schon denken, sie wären Make-up-Profis? Tatsächlich sieht das aber am Ende nach einem völligen Desaster aus. Wie das passieren konnte, ist nicht klar, aber jetzt muss was unternommen werden. Wie kriegen wir das wieder ab? Das sieht tatsächlich einem Clown-Gesicht ähnlich, nicht wahr? Zumindest ist Monika gar nicht davon begeistert. Wieso lachst du bloß? Das findest du also witzig? Na gut. Hoppla! Schon bist du im roten Kreis. Und hier kommst du nicht mehr raus. Und jetzt mach dich bereit, Schätzchen. Jetzt schmink ich dich. Und halte still, sonst verwisch ich noch alles. Schau dich mal an. Und heute seht ihr auf unserer Arena unwahrscheinliche Kunststücke. Voila, das wird atemberaubend. Schaut genau hin. Hier kommt auch schon die schöne Assistentin. Das ist ein wahres Wunder. Alles wäre ja schön und gut, aber leider kommt die Assistentin nicht mehr raus. Ja, wir haben vergessen, wie ernst so eine Challenge sein kann. Das Publikum muss aber amüsiert werden. Vielleicht hilft uns ein bisschen Musik? Nein, wohl eher nicht. Das Publikum ist außer sich. Aber da lässt sich wohl nichts machen. Halte durch. Susi muss dringend in dieses Zimmerchen, sonst passiert noch was ganz Schlimmes. Konkurrenz kann sie da nicht ausstehen. Und jemanden vorlassen will sie auch nicht. Da greift sie auch gerne zu besonderen Mitteln. Klar, das war zwar hart der Freundin gegenüber, aber was soll man da machen? Es ist für einen guten Zweck. Na, endlich schafft sie es aufs Klo. Zu blöd nur, dass Susie das wohl nicht mehr schaffen wird. Selbst wenn sie erst in der Schlange steht. Das sind halt die Regeln. Hättest dich eben nicht vordringeln dürfen. Oh nein, nur nicht in die Hose. Ich glaube, das wird dir keiner so schnell vergessen. Und nichts als der Müllcontainer wird dich da retten können. Guten Morgen, Monika. Ja, es wäre ein schöner Morgen. Wenn da nicht diese rote Kreis-Challenge wäre. Gerade heute, wo sie doch ein Treffen mit Andy hat. Hat das tatsächlich Mary gemacht? Und sie soll danach noch eine Freundin sein? Das ist doch purer Verrat. Und dann nimmt sie sich auch noch Monikas Kleider? Ihr Parfüm, ihre Sachen und geht einfach, um sich alleine mit Andy zu treffen? Sowas hat Monika sicher nicht erwarten können. Das ist Verrat auf höchstem Niveau. Wie konnte sie nur? Ach, Monika, sieht so aus, als würdest du heute zu Hause bleiben und dir einen Racheplan überlegen. Hat dir das Video gefallen? Dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.